Über die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen wurde in den letzten Monaten viel diskutiert. Heute hat der Bundestag Rechtssicherheit geschaffen. Säuglinge dürfen von Geburt an beschnitten werden, wenn der Beschneider qualifiziert ist und nach den Regeln der ärztlichen Kunst verfährt. Über die Debatte heute und die Versuche, das Gesetz doch noch zu verhindern, berichten Lisa Jandy und Nils Schneider. Gegner der religiösen Beschneidung von Jungen am Brandenburger Tor. Was zeitgleich der Bundestag entscheidet, ist für sie ein Skandal. Die Beschneidung von Kleinkindern ohne medizinischen Grund sei Körperverletzung. Dieses Gesetz dürfte in dieser Form, wenn es denn den Kinderrechten entsprechen würde, so nicht verabschiedet worden sein. Das Gesetz erlaubt die Beschneidung von Jungen, wenn die Eltern zustimmen. In den ersten 6 Monaten darf der Eingriff auch von religiösen Beschneidern durchgeführt werden. Jüdisches und muslimisches Leben soll so weiterhin uneingeschränkt möglich sein. Ich fühle mich ausgesprochen unwohl mit der Vorstellung, dass ausgerechnet wir Deutschen unseren jüdischen Mitbürgern beibringen, was Inhalt von Lebensschutz und Kindeswohl ist. Es war immer in Deutschland erlaubt, Beschneidung vorzunehmen. Mit dem Gesetzentwurf stellen wir klar und sicher, dass das auch künftig erfolgen kann. Mhm. Und die Regeln der ärztlichen Kunst sind der Maßstab. Die Debatte hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Ein Filmemacher aus Großbritannien, selbst Jude und Beschneidungsgegner, hat bis zuletzt versucht, das Gesetz zu verhindern. Allen Abgeordneten schickte er seinen Dokumentarfilm über eine Beschneidung, die den Jungen fast das Leben gekostet hätte. Ich sah es als meine Pflicht als Filmemacher an, die schockierenden Dinge, die ich bei der Produktion des Films erlebt habe, auch den deutschen Abgeordneten zu zeigen, denn sie können die Welt beeinflussen. Trotz aller Kritik, die religiöse Beschneidung ist jetzt per Gesetz erlaubt. Die Demonstranten haben schon angekündigt, dagegen zu klagen.